Ja, genau. Da habe ich gedacht, oh, ich kann schnürzen. Oh, nee, denkst du. Naginata, Samurai. Also, vergessen wir es. Und jetzt nochmal kurz zur Headline, zum Titel dieses Schlachtkommentars, kommt auch schon die Isolationstaktik hervor. Gehen wir mal durch, systematisch. Hier vorne hat er auf einem Berg seine Lundenschlosskrämerin positioniert. Okay, habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe eher mal so Bogeneinheiten, aber so Lundenschlosser, naja, ist mir jetzt ehrlich gesagt neu. Dann hat er hier seine Armee aufgeteilt in zwei Teile. Er hat natürlich sehr viele Speereinheiten. Und, naja, okay, gut, okay, Katanas haben wir eigentlich auch. Wobei jetzt, das waren nur Dachis. Nee, doch, beides Katana. Beides Katana. Okay, gut, ich nehme es zurück. Beides Katana brauche ich gut. Einigermaßen gut. Und natürlich die Yari-Samurai. Hier hinter auch ein kleiner Trupp Yari Ashigaru. Naja, gut, okay, wenn das Budget zu gering ist, dann nimmt man die schon mal mit. Der General ganz normal. Und hier zwei Naginata-Samurai, ja. Also der Vor-, also der. Ah, wie sag ich mal, das Hauptaugenmerk lag natürlich mal eher auf Speerinfanterie. Wen wundert's? Aber ich kann das wirklich bestätigen. Speerinfanterie zahlt sich wirklich aus. Zum Flankieren vielleicht nicht so gut geeignet, aber erfüllt seinen Zweck. Wenn sie wirklich gut ist, wenn sie schlecht ist, dann sollten wir es überlassen, aber ich meine, wie will man sie sonst einsetzen? Als reiner Kavallerie-Abschirmer ist es irgendwie ein bisschen dürftig. Gut, okay. Da spulen wir etwas schneller vor, damit das nicht zu lange wird. So, jetzt wage ich mich mit meinen Einheiten nach vorne. Einigermaßen zumindest. Und so lange kommt die Sache auch ins Rollen. Aber an der Stelle nochmal kurz, also ich habe hier oben meine Kavallerie positioniert, um mir den Rat, beziehungsweise die Erkenntnis, die ich im letzten Schlachtkommentar erfahren habe, dass wenn man seine Einheiten mal absitzen lässt im richtigen Moment und sie dann angreifen lässt, dass das schon was bringt. Und das werden wir hier auch wieder sehen. Ganz eindeutig, also diese Taktik ist für meine Verhältnisse wasserdicht. Wenn man sie richtig einsetzt. Also finde ich wirklich eine, ist eine einfache Sache, aber da denkt man gar nicht so drüber nach. Man sieht die Kavallerie immer nur als solche und vergisst, dass man sie ja eigentlich absitzen lassen kann. Und sie mag trotz ihrer geringen Zahl doch sehr stark sein. Gut, nun habe ich jetzt hier noch die zwei Einheiten. Genau, das waren beides die Naginata-Krieger-Mönchseinheiten. Ne? Nein. Ich blick mir den Namen nicht mehr durch, tut mir leid. Nee, okay, Yari und Katana, okay. Ich blick mir den Namen nicht mehr durch. Deswegen dieses kleine Missverständnis. So, wenn es jetzt mal schneller vorangehen würde, dann könnte ich auch mal. Ja, es ist halt immer so. Also, Schlachten wirklich kurz zu erklären, das geht eigentlich gar nicht, finde ich. Okay, aber jetzt geht's los. Okay, die habe ich jetzt mal hier hin positioniert. Und jetzt kommt's. Die lasse ich jetzt absitzen. Wenn es jetzt zu dem Zeitpunkt schon der Fall war. Oder habe ich noch ein bisschen mitgewartet? Aber halten wir mal den Blick hier so auf dieser Höhe, damit wir die hier nicht aus den Augen verlieren. Jetzt ziehe ich die Bogengrillmönche erstmal hier zurück und ja, bleibe erstmal da stehen, teilweise. Jetzt kann man natürlich hier ganz schlecht flankieren. Wegen diesen Erhöhungen hier. Also, flankieren ist hier nicht drin. Und auch dieses Bauernhaus steht hier rum. Gut, jetzt werde ich natürlich um dieses blöde Gebäude hin angegriffen. Das hat mich richtig genervt, dieses Gebäude. Es war schlimm. Das hat mir so ein bisschen die ganze Sache so ein bisschen verbaut, weil mir blieb dieser Mittelweg aus und ich konnte nur über die linke und rechte Flanke, die aber in meinem Fall natürlich schon leicht zu attackieren. Und hier hat er jetzt, ach ja, hier hat er sie jetzt, hier hat er sie, die Lundenschloss-Samurai-Einheit, von der ich vorhin gesprochen, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. So, hier haben wir es, jetzt sind sie abgesessen und greifen den Gegner an. Und im ersten Moment sieht es so richtig gut aus. Sie schlagen sich auch einigermaßen gut und schaffen die Einheit auch, glaube ich, im späteren Verlauf. Und hier sieht es auch richtig gut aus. Die schießen den Gegner teilweise, schießen sich teilweise auch so ein bisschen in den Eindruck gehabt. Meine Einheiten kommen einigermaßen gut klar. Jetzt hätte ich vielleicht mit den Begleitern hier flankieren können. Aber dann hätte ich mich auch wieder diesem Lückenschlossfeuer ausgesetzt. So, jetzt habe ich die inzwischen auch abgesessen und greife hinten an. Aber er hat es gut gemacht, er hat sich hinten schon mal abgesichert gegen die Cav. An der kam ich, ich hätte den ganzen Weg hier zurückreiten müssen und das wäre ein bisschen sinnlos gewesen. Er hätte mich
hier abfangen können, hier abfangen. Also es war vielleicht keine gute Idee, hier hinzureiten. Ich hätte hier hinreiten müssen. Und allen Einheiten. Und dann hätte ich hier reinpreschen müssen. So habe ich nur mit zwei Einheiten angegriffen, die zwar stark waren, aber doch schon ihre Schwierigkeiten haben. Sieht man hier schon? Ich bin ja mit dieser Einheit dann angeeckt. Die schlägt sie aber richtig gut. Ich meine, es sind ja auch schließlich der Kriegermönche, aber die schaffen es leider nicht. Der General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Aber ihr seht hier zum Beispiel diese Katana-Samurai. Das sieht richtig gut aus. Bis zu den Zeiten, die sind sogar von Banzai erfasst worden. Ich glaube, das hat er dem General zu verdanken. Meinen habe ich inzwischen hier in Wagemut gelassen. Und ihr seht, diese Einheit hier, die kämpft jetzt gegen meinen General. Wollen wir uns das Ganze nochmal kurz angucken? So als kleines. Ganz interessant, finde ich nicht schlecht. Könnten wir auch glatt Maschinen mal von drehen. Zack. Gut, das sind jetzt die Notachis. Mein General schlägt sich richtig gut. Nicht schlecht, ne? Warum das jetzt passiert? Okay, teilweise ist es wahrscheinlich doch korrumpiert, weil das ist mir jetzt ungewöhnlich, dass ich hier oben reingeschickt habe. Okay. Gut, der General wird jetzt hier angegriffen. So, hatte ich das nicht mehr ganz in Erinnerung gehabt. Na, wir wollen mal gucken. Jetzt hat er aber wirklich mal Pause. Mal Pause, wir müssen jetzt mal pausieren, sonst geht das zu schnell vorbei. Jetzt hat er eine Sache gemacht, die sehr wichtig ist. Er hat seine Lundenschlösser hier aus dem Verkehr gezogen, aber nicht jetzt, dass er sie irgendwie beseitigt hat, sondern dass er sie nur zurückgezogen hat. Und die finden noch ihren ganz besonderen Einsatz. Meine Käfer ist natürlich jetzt im Arsch, die hätte jetzt was machen können. Aber allerdings hätte ich sie dann hier nicht verwenden können. Mein General habe ich immer noch im Wagemut gelassen, das hätte ich vielleicht lieber lassen sollen. Warum ich die dann dauernd hier hochschicke, keine Ahnung, frag mich nicht. Das muss wieder ein korrumpiertes Replay sein. Ah, hey. Aber ihr seht, es sah zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mal so schlecht für mich aus. Diese eine habe ich natürlich hier rumstehen lassen. Wobei das auch nicht ganz korrekt ist. Die Einheit müsste jetzt normalerweise nämlich schon angegriffen haben. So ganz stimmt das hier nicht. Also das ist leider immer noch ein Problem mit diesem korrumpierten Replays. Aber gut, da kann ich nichts machen, ne? So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt kommt natürlich hier das Entscheidende, ich werde angegriffen, aber dieser Einheit, das ich da rumstehen habe lassen, hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld! Ihr seht, der gegnerische Blamage. General, der hat, dass der noch so überlebt hat, ganz knapp. Also es war ein sehr teurer Sieg gewesen. Siegermusik mal wieder ignorieren. Es war ein ehrenhafter Tod. Nein, es war eine sehr gute Schlacht gewesen. Vor allen Dingen, er war mir auch zahlenmäßig teilweise überlegen. Beziehungsweise, obwohl nicht zahlenmäßig nicht, okay, das nehme ich zurück. Nein, zahlenmäßig nicht, qualitativ nicht zahlenmäßig. Zahlenmäßig war ich ihm sogar, sagen wir so, 1-200 Mann überlegen. Aber er hatte eindeutig besseren Einheit und er hatte Lundenschlösser gehabt. Ja. Die hatte ich halt nicht und er hat sie aber auch richtig gut eingesetzt. Weil ich glaube, die haben meinen Einheiten den Rest gegeben. Ansonsten hätte ich vielleicht noch eine reelle Chance gehabt zu gewinnen. Mein Fazit ist, Kavallerie das nächste Mal ein bisschen besser einsetzen. Aber die Isolationstaktik hat ihren Zweck vollkommen erfüllt. Ja. Ich hoffe mal, dass euch dieser Schlachtkommentar gefallen hat. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, dann gebt doch einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich ciao, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Tire Hero. Und abonnieren nicht vergessen.